Ja, guten Abend. Es ist um 10:30 und ich will mal kurz von meinem Tag erzählen. Tageskonzentrationen habe ich auch nicht immer. Die mache ich vielleicht noch nachträglich und für morgen. Und ja, also mental geht es mir gut. War heute ein richtig schöner Tag, richtig schön. Wir waren Eis essen mit Karin und Stefan. Ich habe mich total gefreut, dass ich die wiedergesehen habe. Und ja, ein bisschen doof haben sie geguckt. Und wenn ich mir die Fotos angucke, ich sehe wirklich aus wie ein ausgebeulter Sack. Und ja, und mit Karin hatte ich ja seit der Diagnose überhaupt nicht gesprochen und ich dachte schon, uiuiui, jetzt geht es wieder Richtung Krankheit und so. Aber sie hatte selbst mal eine schwere Krankheit mit der Leber und so weiter und hat das alles sehr gut gepackt und sie kann das nachvollziehen, wie man erstmal geschockt ist durch die Diagnose und dann sich seinen Weg sucht und so. Und sie hat mir dann sogar ein Buch mitgebracht, Heilung als Chance, also Krankheit als Chance. Und sie fing von sich aus an, dass eben die Ursachen immer seelisch sind. Und wir waren sofort auf einer Schiene und haben uns sofort verstanden und richtig toll. Ja, also war ein sehr schönes Gespräch und war lustig. Und die Stimmung war so, auf dem Heimweg haben wir im Auto gesungen, also wie schon lange nicht. Haben wir früher oft gemacht und es war richtig schön. Ja, so muss das sein. Und ja, ich trinke mein Bier. Nee, hier. Ja. Spanisch. Ich möchte gerne malen, aber ich glaube, heute Abend bin ich zu müde. Und morgen mal gucken. Und mein Buch mir mal vornehmen, das Kinderbuch. Ich weiß gar nicht, wie soll ich sagen, ich habe mir jetzt die ganzen Stichpunkte aufgeschrieben, was ich alles reinnehmen möchte. An sag ich mal, spirituellen Weisheiten oder Gesetzen erstmal. Und der nächste Schritt ist ja dann erstmal auszusortieren, welche sind jetzt wirklich wichtig und wie kann ich die in die Geschichte einbauen, an welcher Stelle oder in welche Dialoge oder wie muss ich die Geschichte umgestalten, dass das alles stimmig ist und passt und nicht so aufgesetzt ist, sondern dass das natürlichen Fluss ergibt. Ja, und ansonsten geht's meinem Baby gut. Ja, lustig. Aber was soll's, müssen wir durch. Jetzt kommt wieder Heilungsschmerz hier oben. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt eine Tablette nehmen müsste oder dass ich jetzt sage, boah, Kopfweh oder so. Sondern es ist einfach nur, dass man merkt, es tut sich was. Es ist was in Gange. Und es ist keine neue Raumforderung vom Krebs oder so. Das ist kein Krebs, der da gerade wächst. Dann hätte ich Schmerzen, die nicht auszuhalten sind. Also das kenne ich ja gut. Das würde sich anders anfühlen und das wäre die Hölle. Und das habe ich nicht. Also das habe ich nicht. Das heißt, es tut sich was, es heilt. Vielleicht vernarbt es schon, keine Ahnung. Wichtig ist, dass das Wasser abgeht. Und das ist dann die sogenannte Pinkelphase, weil das Wasser, was sich eingelagert hat, geht dann auch ab. Und mit dem Cortison bin ich jetzt zurückgegangen auf eine Tablette am Tag, das heißt eine halbe morgens, eine halbe abends und das nehme ich jetzt noch ein paar Tage, also bis nächste Woche und dann reduziere ich auf eine halbe
Und inzwischen esse ich zur Ergänzung jede Menge Ananas, damit der Körper selbst dieses Cortison wieder produziert und praktisch ausgleicht, dass da nichts fehlt. Und dann werde ich nächste Woche mal einen Termin machen bei dem Arzt in Denia, so ein normaler Schulmediziner, der soll mal meine Blutwerte sich angucken und ein paar Laborwerte machen. Und dann schauen wir mal, was der sagt, Richtung Leber, Niere, Lymphsystem und so weiter. Also, dass der das ein bisschen im Auge behält und auch mal das Herz sich anguckt, kann ja nicht schaden, ne? Ansonsten, mein Körperchen geht durch eine harte Zeit, aber wie ich heute schon zu Karin sagte, ich hatte in Madagaskar ca. 4 Wochen Malaria, da war ich mehr tot als lebend und das habe ich auch durchgestanden und mein Gott, ja, was uns nicht umbringt, macht uns stark, also das war damals schon richtig heftig. Habe ich fantasiert, da war ich völlig weggetreten. Und ja. Unser Körper ist perfekt. Und niemand kann dich heilen, nur du dich selbst. Das Wichtige ist, dass deine Seele das will. Dass deine Seele sich auf das Leben freut. Und ich bin wieder da. Ich verstecke mich nicht mehr. Ich gehe wieder unter Leute und ich mag es wieder, Freunde zu treffen. Und ja, ich bin wieder da und ich freue mich aufs Leben, aufs Leben, aufs Leben. Und mein Körperchen, der ist mal ein bisschen ramponiert, aber wie so Oldtimer-Autos, ne? Die laufen manchmal länger als Neuwagen. Oder als Getunte oder als die neuesten Kreationen mit den neuesten technischen Tricks. Die alten kannst du noch reparieren. Die neuen, die da bist du dann ausgeliefert. Ne? Schauen wir mal, was er so wegstecken kann. Ich muss nur immer gucken, dass ich wirklich alles mache und nicht alles vergesse. Und davon eine halbe Tablette und davon was und davon was. Aber langsam kriegt man Routine mit dem ganzen Heilscheiß hier. Und ja, hoffentlich wird es nicht so heftig heute Nacht, weil ich möchte eigentlich gerne schlafen. Wenn nicht, muss ich wach bleiben und dann nachher erst in ein paar Stunden schlafen gehen. Ja, heute war es richtig schön. Und nächste Woche will ich mal gucken, dass ich mich mit Violetta treffe. Das ist immer lustig. Violetta. Ja, die wollte mich heute zum Frühstück abholen, aber das geht einfach nicht so. Ich kann nicht sagen, ja, komm vorbei um 10 Uhr oder so, weil ich gar nicht weiß. Heute früh hätte es gar nicht geklappt. Ich konnte gar nicht laufen. Ich hatte Schmerzen in den Knien wie verrückt. Ich konnte keinen Schritt machen. Und das kann man nicht so. Ich kann nicht vorher sagen, ja, an dem und dem Tag so und so viel Uhr oder so. Ich muss gucken, kann ich laufen, bin ich drauf, habe ich Schmerzen oder muss ich mich hinlegen, wie ist meine Kraft. Und heute habe ich super durchgehalten. Also wir waren um 3 in der Eisdiele und ja, erst zum Abend, dann haben wir noch einen Döner gegessen und dann sind wir nach Hause und im Auto haben wir gesungen. Also es war richtig schön und ja, das ist richtig cool. Und wenn du dann nach Hause kommst und die Hundchen springen rum und freuen sich und das ist alles richtig schön. Ja, also das war ein schöner Tag und morgen ist entspannen angesagt, wieder richtig und wenn man hinten im Nacken Schmerz hat, dann führt das zurück auf einen Ungerechtigkeitskonflikt. Also entweder du warst zu jemandem ungerecht oder jemand war zu dir ungerecht.
meistens warst du zu jemandem ungerecht. Und ich habe heute im Gespräch mit Susanne herausgefunden, dass ich mit meinem Zurückziehen, mich in Arbeit stürzen, mich selbst praktisch leiden lassen, dass ich jemanden bestrafen wollte. Und das wird jetzt, also da muss ich jetzt weiter ausholen. Wir haben herausgefunden, dass, also ich habe ja nur noch Arbeit gesehen und ich habe praktisch mich sozusagen aufgeopfert und habe Garten gemacht wie eine Blöde und habe keine Leute mehr getroffen, habe mich versteckt, wollte nirgends mehr hin, hatte keinen Bock auf Menschen, habe mich völlig zurückgezogen, keine Lust mehr am Leben und so weiter. Also ich habe mich völlig leiden lassen. Und damit wollte ich jemanden bestrafen. Und ich, im ersten Moment würde man denken, ich will Klaus bestrafen, so gucke hier, wie ich leide, ja, und ich bestrafe dich. Aber das war nicht Klaus. Das war mein Vater. Ich wollte meinen Vater bestrafen. Geht tief. Ja, da kommst du zu Erkenntnissen und denkst, wow, da bestrafst du jetzt den Falschen. Da hatte ich den Klaus beim Wickeln. Ja, lustig, wa? Also, und dann geht das aber zurück auf deine Kindheit und auf deinen Vater. Irre. Ja. Das ist, man geht dann voll in die Opferhaltung und checkt nicht mehr, was man da einfach macht. Und man ramponiert sich so selbst und man macht sich selbst so nieder und so runter und unglaublich. Wenn die Seele verrückt spielt, was abgeht und was dann auch körperlich abgeht. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist so ein interessantes Gebiet und man könnte so vielen Leuten helfen, die irgendwo Schmerzen haben oder chronische Krankheiten und mit denen einfach Gespräche führen, dass sie das erkennen. Und dann gehen auch diese Krankheiten weg, dann lösen die sich auf, dann gehen die in die Heilungsphase. Aber man muss diesen Konflikt erkennen. Also man muss die Erkenntnis haben, vorher geht gar nichts. Die Seele muss checken, was sie da tut. Und der Geist muss mitkriegen, was abläuft. Und dann kann man das im Körper auch auflösen. Vorher nicht. Das ist ein wahnsinnig interessantes Gebiet. Wirklich Wahnsinn. Wenn ich mit Susanne rede und wir kommen zu Erkenntnissen und plötzlich sind die Schmerzen, die Wahnsinnsschmerzen in den Knien weg, wo du vorher nicht mal aufstehen kannst. Das ist wie von Zauberhand. Das ist unglaublich. Wirklich, das muss man erlebt haben. Ja. Das ist ja, eigentlich wäre das eine Aufgabe, ne? Leuten zu helfen, das zu erkennen. Aber dazu braucht man, denke ich mal, ein bisschen mehr Ausbildung und da wirklich jahrelange Erfahrung und das Wissen. Ich bin daher froh, dass ich die Susanne habe, die mich da so wirklich sanft hinführt und durch Fragen. Ja, die sagt nicht, das ist so und so, sondern die fragt eigentlich. Die stellt Fragen und dann macht's Klick. Dann macht's Klick. Das ist, man weiß gar nicht, was man anderen Menschen antut. Wenn man alle Gedanken ungefiltert reinlässt und sich dessen überhaupt nicht bewusst ist, was man da anstellt mit den Gedanken oder mit Worten. Ne? Wie hier manche bei YouTube umkrakeln. Und naja, okay. Also, der Papa. Jo, siehst du, haben wir das auch geklärt. ich werde jetzt erstmal eine Tageskonzentration machen und
Vielleicht suche ich noch die Weihnachtsgeschichte vor. Die könnte ich euch mal vorlesen, wenn ich Bock habe. Wenn ich noch nicht zu müde bin. Vielleicht interessiert es jemanden. Und also so wie sie jetzt ist. Die ist ja noch nicht fertig, ne? Das ist ja diese kleine, nette Weihnachtsgeschichte. Was heißt klein und nett? Das glaubst du auch 40, 50 Seiten oder so. Aber einfach so, wie sie jetzt ist. Und dann mal gucken, was wir draus machen. Ja. Erstmal die Tageskonzentration nach Grigori. Die Valentina hat schon nachgefragt. Die will immer die Tageskonzentration machen. Und ja, die sind ja gut. Aber ich war heute durch diesen Schmerz im Knie und so. Ich war heute Morgen, war einfach grausam. Du willst aufstehen und merkst, du kannst nicht aufstehen. Ja, das als ob da im Knie ein Nerv klemmt oder irgendwas, in beiden Knien diesmal. Und ja, und meine Susanne spürt das und die meldet sich dann irgendwie sofort. Ach, was mich heute auch gefreut hat, die Svana hat heute die Pika gepostet. Ich habe vor einem Jahr ungefähr, habe ich einen Hund aus der Tötung geholt und auf den Azoren, also aus der Tötung gerettet und habe den dann vermittelt. Und die Svana hat ihn adoptiert. Und heute vor einem Jahr ist er bei ihr angekommen. Und da hat sie heute nochmal Fotos gepostet und so, wie die Pika damals bei ihr ankam. Und ja, das ist schön. Also ich habe bis jetzt, hör nur zu da oben, ne? Ich habe bis jetzt 342 Menschen gerettet, davon 70% Kinder, indem ich ihnen einen Brunnen gebaut habe. Die hatten alle Bilharziose, das ganze Dorf war krank. Nur die Kinder, die von den Müttern noch gesäugt wurden, gestillt wurden, die hatten halt nichts. Die anderen haben dieses Wasser vom Reisfeld getrunken und wurden krank. Und ja, dann habe ich Hunde gerettet aus der Tötung. Hätte ich viel mehr retten können, aber die Leute sind einfach kreuzdumm und ignorant. Und, aber 3 Stück konnte ich retten. Und ja, weiß ich nicht, zig Beziehungen. ja, ich bin der große Retter. Manche nennen es Helfersyndrom. Ich weiß nicht, ich glaube, dass es gibt kein Helfersyndrom. Ich glaube, sowas ist angeboren. Ich glaube, sowas steckt im Menschen normalerweise. Und nur Leute, die wirklich ignorant sind und keine Seele haben, die nennen das Helfersyndrom. Weil die einfach nicht keine Empathie haben. Und wenn ich, wie damals mit dem Brunnen, wenn ich das erfahre, das ganze Dorf ist krank. Und die können nicht ihr Reisfelder besorgen, weil sie einfach krank sind und können auch keine Ernten, nichts ernten und so weiter. Und ich habe Internet und ich habe die Möglichkeit, Spenden zu sammeln und ich habe die Möglichkeit, einen Brunnen zu bauen. Ja, dann mache ich das doch. Da kann ich doch nicht sagen, was geht mich das Dorf an. Also in dem Moment, wo sowas an mich herangetragen wird, ob ich helfen kann und ich habe die Möglichkeit zu helfen, dann mache ich das doch. Das ist doch normal. Das ist das Normalste von der Welt. Und so ein Brunnen da unten kostet 2.200 Euro. Und dann hat das ganze Dorf einen Brunnen für die nächsten zig Jahre. Ja, und wo ist das Problem? Da setzt du dich halt mal ein paar Nächte an Rechner und trommelst die Werbetrommel und bettelst um Spenden und machst und tust. Und wie lange habe ich gebraucht? Ich habe vielleicht 2-3 Monate habe ich gebraucht, dann war das Geld im Sack. Und dann haben wir den Brunnen gebaut. Na gut, es gab dann nochmal Theater, damit sie uns nicht über den Tisch ziehen, um einen anständigen Brunnenbauer zu finden und so. Aber letztendlich steht das Ding, ne? Und genau, so haben wir es ein paar Jahre später gemacht und haben noch einen Klassenraum gebaut und so. Und haben der Schule Schulmöbel finanziert und. Also, das geht alles. Und das hat mit Helfersyndrom überhaupt nichts zu tun. Das hat einfach damit was zu tun, dass du die Möglichkeit hast und machst es einfach. Einfach machen. Ne? Ich meine, scheitern kann man immer, man kann immer noch sagen, oh, nichts geworden. Aber du hast es wenigstens versucht.
wenn du es gar nicht erst versuchst, dann ist die Welt so, wie sie ist. Ja, also, jetzt erstmal die Tageskonzentration nach Grigori Grabovoi.